Hallo, im heutigen Video geht es um die China-Standheizung, um den Bügel, wo euren Sensor, euren Hitzesensor herunterdrückt oder festhebt. Den hat irgendjemand von euch verloren und ich habe nicht herausgefunden im ganzen Internet, wo es diese Bügel, diese Feder gibt, die so ungefähr 10, 12 cm lang. Das werden wir heute herausfinden, wie lang die ist, wie dick die ist und wie ihr das machen könnt. Erstmal vorweg, ich habe mir gleich gedacht, vom Kleiderbügel Metall, vom Kleiderbügel dieser Draht, der müsste eigentlich gehen. Da gibt es ja die billigen, wo komplett aus Draht sind. Ich habe leider sowas nicht und jetzt schauen wir mal. So, ich habe das hier ausgebaut. Da werden wir jetzt das gleich herausfinden, wie lang das ist und was für eine Winkel alles das hat. Von diesem Bügel, das ist leider zu kurz, das habe ich jetzt schon gemessen. Kann man nicht benutzen, ist einfach zu kurz und dann funktioniert es nicht. Ja, welcher Bügel? Welcher Bügel? Das ist der Bügel, der wo quasi euren Hitzesensor herunterdrücken soll. Und zwar auf dem Kühlkörper, der hier sitzt, der in diesen zwei Löchern hier reinkommt. Den hat er irgendwie verlegt, ist runtergefallen, vielleicht irgendwie in den Mülleimer reingefallen. Der hat den Mülleimer entsorgt und nach zwei Wochen wollte er seine China-Heizung vielleicht wieder weiterbauen und hat den Bügel nicht mehr gefunden. Anders kann ich mir es nicht vorstellen, dass der einfach längere Zeit die China-Heizung auseinandergebaut hat und das ist irgendwie verloren gegangen. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Ich nehme jetzt einfach ein Stück Kabel, um einfach hier entlang zu fahren, so wie lange das ganze Gedöns hier ist. So, ich kopiere quasi die Strecke von dem ganzen Gedöns. Sehr, sehr vorsichtig. Zack. Also ich schätze mal 20 cm, aber das haben wir gleich. Wo sind die Sachen? Genau 22 cm. Für die, die es nicht glauben, hierher. So. Genau. Seht ihr das? Genau auf die 22. So, jetzt messen wir mal die Dicke. Da haben wir 2,5. So. So sieht es jetzt aus. Da haben wir hier einmal 90 Grad. Und die Gesamtlänge jetzt von dem, hier die 16,4, also hier 16,4 cm, da haben hier genau 11 mm ist die Länge hier, 14 mm, der Bügel hier sind es 9 mm, 12 mm ist von hier nach da, 51 mm ist von hier nach hier, so. Und ja, das da hinten so gebogen. Das kann man jetzt schwer um 180 Grad und mit einer Nase. Tendenziell steigend nach oben. Wenn das flach aufliegt, ist es hier um 15,5 mm hoch. Wenn man das hier flach aufliegt, hat es hier 15,5 mm. So die Höhe. Ich habe jetzt hier nur ein 1,3 mm Draht oder genau ein 2 mm Draht. Jetzt machen wir das natürlich mit einem 2 mm Draht, weil ich jetzt hier nichts anderes habe. Das ist ein bisschen kürzer, aber ich denke, dass das auch passt. Jetzt machen wir das hier weg und nur anhand meiner 66 mm. So, wie biegt man das zum Schluss? Da muss man das hier festheben mit einer Zange. Von Hand geht es nicht mehr, weil das so gefutzelt ist. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich geh da mit 2 mm Draht. Diese Führung von den blöden zwei Dingern. Am besten hier so, genau. Bisschen hier biegen, dass die da... Dass, Alter. So, und siehe da. Es funktioniert. Der Anpressdruck ist gegeben. Es geht auch mit einem 2 mm Draht. Und auch wieder entfernen mit einem Zängelchen. Zack, zack, zack. Und jetzt zeige ich das euch nochmal. Die Gesamtlänge ist 22 cm. Dann ein 2,5 mm dicken Draht. Das hier ist das Originale. Das lege ich jetzt nochmal hier hin. Und macht euch so eine Skizze. Wie gesagt, 11 mm das Außenmaß. Das hat jetzt bei mir weniger. Es geht auch mit 8. Hat es bei mir. Und ist aber mehr gebogen. Wichtig ist halt diese Entfernung hier. Das ist sehr wichtig. Die soll die 66 haben. Das hat sogar 66,9, also 67 hat es. So, Außenmaß und hier auch bei der Kopie, seht, passt. 67, das ist wichtig, das ist die wichtigste. 66, 67, also 1 mm
macht da nichts aus. Wichtig ist, das Außenmaß von hier zu da, das ist in meinem Fall jetzt ein 2 mm Draht, das ist sehr wichtig, dass dieses Maß stimmt. Und mit den 11 mm jetzt mal, gucken wir mal, da habe ich glaube auch weniger, 13,5, so. Und hier Außenmaß haben wir mehr, da hätten wir 17,7, hätten wir hier Außenmaß. Also ist meins definitiv kleiner. Das legen wir jetzt mal nebenhin. Es funktioniert aber auch. Seht ihr das? Wichtig ist halt, dass dieser Bügel die runterdrückt. Genau hier auf dem Steg, dass das quasi hier oben gerade so runterdrückt. Da habt ihr quasi ja gute 2 mm Spiel, ja. Und in meinem Fall muss das ja mindestens hier drüber gehen, sprich von 12 mm muss das haben, dass das halt auch satt aufliegt. Und ich habe 12, ja, ich habe 13, ne? Und dann ist das auch in Ordnung. Könnt ihr das wirklich, ich habe jetzt da so 10 Minuten vielleicht rumgebogen, ja, und alles. Aber mit einem 2 mm Draht, nehmt einen dickeren, wenn ihr den schon kauft, kauft euch, oder so einen Kleiderbügel, aber der komplett aus Draht ist, der geht wahrscheinlich auch, aber ich weiß die Dicke nicht, so ein Draht bekommt irgendwo im Baumarkt, ja, und dann habt ihr das in 10 Minuten so gebogen, das ist relativ, ja, Wurst, wie das da hinten dann ausschaut, das hat es bei mir auch nicht, diesen Bogen, seht ihr das, hat es auch nicht, das geht auch, wenn das so gerade ist. Da geht es einfach nur um, dass das runtergedrückt wird. So, jetzt noch was, was ich herausgefunden habe. Bei Amazon habt ihr eine Wevor H1 bis H6, ganz wichtig, ihr habt diese Wevor Heizung mit den 6 Heizprogrammen. Dann braucht ihr doch irgendwann mal ein Mainboard. Und zwar, ich habe eins geschenkt bekommen, eine ganze Heizung von einem Abonnenten von mir. Und der hat mir die geschenkt, aber das Mainboard war kaputt. E04, sprich Dieselpumpe. Da habe ich all meine 5 Dieselpumpen reingeknallt und überall war der Fehler. Da habe ich gedacht, das ist ein Kabelbruch, habe die Kabel überprüft, nein. Und erst zum Schluss habe ich das Mainboard einfach, weil ich Gott sei Dank eins habe. Gott sei Dank. Ich habe so eins, weil mit einem herkömmlichen Mainboard funktioniert das Display nicht. Also es funktioniert einfach nicht. So, ich habe das jetzt ganz günstig geschossen. Also diese Woche, keine Ahnung. Normal kosten die so 18 bis 20 Euro. Ich habe sie schon für 15 Euro bei AliExpress gesehen. Jetzt kostet das Teil 7 Euro. 6,99. Ohne Porto, ohne Versand. Bei Amazon. Bestellt gleich 3. Also ich habe 3 bestellt, weil ich ja 2 Heizungen habe. Habt ihr nur eine, dann bestellt halt nur 2. Aber bestellt was dazu, weil ab 39 Euro ist das dann portofrei. Wichtig, dieser schwarze Bügel mit dem grünen Hintergrund. So schaut es aus, ja, und hat diese 3 Pins, 4, 3, 3. Und hier ist euer Magnetsensor verbaut und ihr braucht es auch hier, steht dort 12 Volt und gibt es auch als 24 Volt. Kauft die 12 Volt, ihr habt 100% eine 12 Volt Anlage. So, das hier ist irgendwie kaputt. Ihr habt keine Ahnung, welches von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bauteilen, was hier eigentlich nur drinnen ist, kaputt ist. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bauteile. Eigentlich ganz wenig. Ich kenne mich damit so Elektrik, also so in dem Fall nicht aus, was da hier, wie die ganzen Teile. Also für 7 Euro, zack, ich habe gleich bestellt, weil die Heizungen sind wirklich tippitoppi mit den 6 Heizprogrammen. Die arbeiten immer richtig toll und die haben auch eine kraftvolle Hitze, fast schon Zug. Die sind einfach extrem gut eingestellt. 162 Grad auf Stufe 2, das vielleicht ein bisschen besser sieht, H2, 162 Grad, also das ist Wahnsinn. Ich habe natürlich auch dieses Display geschenkt bekommen. Das ist mit Sprachausgabe und ich habe hier so eine Station gemacht mit 3 Dinger. Das kommt aber in einem anderen Video, erkläre ich das euch. Ich möchte da nicht zu viel machen. Und weil ich schon dabei bin und nicht so viele Videos machen will oder kann, ich hole das kurz. Einen 10-Liter-Tank gibt es schon wieder geschenkt. Muss man leider abholen bei mir, weil denn mit Porto und so, das ist immer ein bisschen ärgerlich für mich, da hinzufahren und so. 1,3 mm Draht, vergisst es, den doppelt zu nehmen, auch vergisst es. Also
wirklich 2,5 mm am besten. Ich habe halt sowas nicht. Habe das jetzt kurz nachgebaut mit einem 2 mm. Ja, es geht, aber so richtig zufrieden bin ich nicht. Möchte eigentlich das schon dicker haben wollen. Okay, ich hole jetzt den Tank. So, das ist der Tank. Ja, mit zwei Befestigungsschrauben. Hier drinnen ist dieser, ja, dieser Konus, wo man den Mostleitung hier anklemmen kann. Ne? Und der ist ganz neu. Könnt ihr vielleicht auch Jackie Cola abfülle und dann hier einen Hahn dahin machen für euren Camper. Der ist, wie gesagt, nickelnagelneu. Da ist noch nie irgendwas Flüssigkeit drinnen gewesen. Hier riecht auch neutral. Ja, es ist natürlich kein Lebensmittelplastik, ne? Muss ich gleich sagen. Also benutzen auf eigenes Risiko, wenn ihr da Getränke oder was reintun, ne? Oder zum Händewaschen vielleicht, Wasser zum Händewaschen. Aber wie gesagt, den Tank gibt es aber in 2 Wochen schon wieder, so einen Tank, weil ich habe mir, weil kein Hersteller von den Chinesen da, ich habe es ja angeschrieben, mir zurzeit irgendwie eine Heizung zur Verfügung stellen will, die geben das lieber so 2000 Abonnentenkanäle, die kriegen so eine Heizung, ich nicht, ist mir Wurst, ich habe das jetzt selber bestellt von meinem eigenen Geld und da gibt es schon wieder so einen Tank in 2 Wochen zum Verschenken, aber wie gesagt, abholen, mir ist das, ich habe das jetzt schon einmal gemacht oder zweimal mit dem Verschicken, ich brauche dann immer einen Karton und so und das ist immer schwierig, umständlich. Ich habe da, ihr müsst mich leider verstehen, ja, und dann kostet es halt Porto euch 6 Euro, 7 Euro und dann ist es, ja, wenn irgendwo in Berlin wohnt oder Köln oder so, tut mir leid, ich wohne halt da, wo ich wohne, in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, sage ich mal, ne, und ist halt so. Also den Tank hier gibt's und in 2 Wochen gibt's da wieder einen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Baut euch solche Federding einfach nach. Vielleicht auch gleich eins als Ersatz. Das macht auf jeden Fall Spaß. Mir hat es Spaß gemacht, das zu herauszufinden, euch zu helfen, das zu lösen, das Problem. Relativ günstig mit leider 10 Minuten Aufwand, das zu biegen. Aber wenn man das mal so aus dem Kopf raus hat, dann geht's. Ich habe das Glück, dass ich so eine Feder in Anführungszeichen als Original vorliegen habe. Wenn man das rein aus der Hirnmasse hier erfinden muss, dann wäre das sehr schwierig. Darum habe ich jetzt das euch so gemacht, dass das relativ, also ihr seht ja hinten, diese ganzen Biegungen braucht ihr nicht. Wichtig sind diese Maße, die 66, 67 mm ab dem ersten 90 Grad Bogen, der muss 90 haben, der kann dann hinten ein Tickchen mehr rumgehen, so 120 Grad oder so, dass der noch stabiler, dass er sitzt, okay? Und da habt ihr auch eine Toleranz von, sagen wir mal, 12 bis 18 mm auch von dem Abstand. Also, und der Rest ist eigentlich relativ Wurst. Da müsst ihr einfach, dass das runtergedrückt wird, ein bisschen biegen. Und dann habt ihr das. Also, ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber mit einer Zange wird es auch schon fast gehen zum Schluss. Da benötigte man halt dann 2 Zangen, weil dieses kurze Fitzelchen war dann doch schwer mit der Hand festzuheben und da habe ich dann 2 Zangen benötigt. Zangen sind relativ Wurst, Kombizange, Wasserpumpenzange oder Spitzzange. Könnt ihr da benutzen, was ihr wollt. Natürlich, irgendwann hört es natürlich auch mal auf. Solche Zangen, die sind zu dick. Ne? Also so eine Zange geht da nicht und so eine Zange, also eine Seitenschneider oder Kneifzange oder so, die gehen auch nicht, weil ihr da einfach Beschädigungen in den Draht macht. Da muss man ein bisschen mitdenken, also diese Zangen gehen nicht. Aber ich sag's einfach, falls das einer dann doch irgendwie macht, gebe ich keine Garantie. Und ich mache jetzt schon wieder hier an meinen Heizsystemen weiter. Werde hier heute noch 3 Löcher bohren für die 3 Auspuffe, dass quasi hier die 3 Heizungen stehen von 2 kW bis 10 kW. Und ja, die 10 kW, wie gesagt, ist ja ein Fake-Modell, aber werde ich mir nicht kaufen. Erstens finde ich es nicht mehr und zweitens ist das 10 kW China-Modell nur 2 cm länger oder 2 oder 3 cm länger. Die Außenmaße, die Dichtungen sind wie bei der 5 oder 8 kW identisch. Also da kann da keine, das geht einfach technisch nicht, obwohl die gleiche Technik verbaut ist, 22 Milliliter Pumpe und. Ein bisschen längerer Kühlkörper und bliblablo. Ich sag mal, das wird vielleicht 100 Watt mehr Leistung bringen, weil du mehr Oberfläche hast, aber mehr nicht. Okay,
ich habe genug gelabert schon wieder und ich wünsche dir oder dir viel Spaß beim Nachbauen von diesen, wie heißt der überhaupt? Ich weiß es nicht, von diesen Bügel, von dieser Klemmfeder des Hitzesensors. Und ich sage Ade, Varché, bis zum nächsten Video. Ciao! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.